Hallöchen, liebe Blackland-Freunde, da ist er wieder. Heute habe ich mal einen ganz netten Gast. Das ist der Specki von den Extremo hier. Einen wunderschönen guten Tag. Der Musiker. Naja, ich will ich noch werden. Ich bin Schlagzeuger. Das sind das keine Musik? Naja, die tun sich ein bisschen schwer damit immer. Wieso? Die Trommeln doch ohne Takt, oder nicht? Im besten Fall ja. Also, wenn es gut läuft, dann ist es auch intakt. Da hat man Tischer dann drauf. Prost. Nee, der Jack. Ihr habt eine neue Platte rausgebracht. Im Mai. Ja. Lecke meine alten Wunden. Könntest du nicht bei mir sein? Aus dem Strandgut meiner Jugend baue ich ein neues Heim. Sechsmal Platz 1. Ja, ich glaube ja. Ja. Ist man da nicht stolz? Doch, sehr. Aber? Was bringt dir eine Nummer 1 Platte in den deutschen Albumcharts, wenn du sie nicht live aufführen darfst? Und genau. Also mir wäre es lieber gewesen, eine 2, 3, 4 oder auch eine 10 zu haben, wenn wir jetzt ganz normal spielen dürften. Aber wie man ja ausreichend aus der Presse seit März entnehmen konnte und kann, ist es gerade mit Live-Konzerten und Festivals und so natürlich gerade ganz, ganz schwierig. Ganz unten? Ganz unten, also noch im Minusbereich, würde ich sagen. Schon ja. Unangespitzt in den Boden gerammt, das ganze Live-Business. Und es tut natürlich sehr weh. Also wir sind mega stolz auf die 1 und dass die natürlich auch so oft jetzt in Folge schon gekommen ist. Dank unserer treuen Fans, die uns natürlich da immer hinliefen. Und wann können wir euch live hören? Also wir werden jetzt ziemlich aus der... Das würdest du wirklich sagen. Na klar. Wann? Es steht wirklich was an. Also es ist so, dass wir jetzt aus der Kalten raus zwei Konzerte announced haben auf der Peisnitzinsel in Halle an der Saale. Großes Gelände eigentlich. Wir dürfen pro Konzert leider nur 900 Leute drauf lassen. Die Karten sind fast weg. Deswegen überlegen wir eventuell den 4.10. noch als dritte Show mit dazu zu nehmen. 2. Oktober, 3. Oktober und eventuell vielleicht auch noch der 4. Oktober. Ist gerade in der Besprechung. Und da könnt ihr auf jeden Fall hinkommen. Das ist das, was in Extremo so erwartet. Ansonsten hatten wir letzten Dienstag einen Videodreh zur dritten Single vom Album Kompass zur Sonne. Kommt dann auch demnächst und ansonsten freuen wir uns dann ja. Lange, lange vor Weihnachtszeit wird es werden mit Glühwein und Plätzchen. Na, dann habe ich ja so noch was. Weil ich ja so das Maul aufgerissen hatte. Das erste Video habe ich ja hier erzählt, dass Boss Hoss Fanprojekt gemacht. In Extremo war auch leider vorher, eine Woche bevor. Stimmt. Eine Woche bevor der Corona-Onkel kam. Wollten wir eigentlich hier feiern bei dir, genau. Stimmt. Wir wollten wurde abgesagt. Eine Fanclub-Party machen, wo nur exklusive Mitglieder aus dem In Extremo Fanclub aus dem offiziellen eingeladen werden, um schon mal unser neues Album zu hören. Aber wie gesagt, dann war auf einmal ganz schnell der Lockdown und dann standen wir alle da und mussten alle wieder ausladen. Und wie sieht das aus? Kriegen wir das nochmal hin? Soll ich dir hier so festnageln? Genau, hast du auf Kamera. Nein, Freddy, wegen mir gern. Du weißt ja, wenn was gefeiert wird, bin ich meistens in der ersten Reihe. Und also wenn es... Wegen Micha auch, das wäre sich hoch. Ich meine, du bist aus Berlin, was? Ich wohne in Berlin, ja. Ich komme Berlin. Komme ursprünglich aus der Nähe von München. Aber da bin ich schon lange nicht mehr und bin ich auch ziemlich froh, ehrlich gesagt. Ich fühle mich in Berlin deutlich wohler. Wohler, ja. Das ist schon hier so die beste Gegend, denke ich mal, in Deutschland. Naja, und Micha, kenne ich ja auch von euch, der Sänger. Ja. Der hat ja in Berlin gewohnt. Lange, ich glaube 18 Jahre lang. Ja. Und der hat sich verpisst. Vielleicht wäre er nie mehr im Leben, wenn er noch in Berlin wohnen würde. Micha ist natürlich ein saucooler Typ, gar keine Frage. Und ich glaube, der kann auch irgendwo auf der Welt wohnen. Der wird immer zurechtkommen und immer Freunde haben und immer Finde ich auch. Also ich komme super mit ihm klar. Ich auch. Mag den Kerl. Ich kann mich erinnern, ich kann sogar sein, dass ich mit Micha zum ersten Mal hier war, als ich praktisch neu bei In Extremo eingestiegen bin. Das war vor ein bisschen mehr als 10 Jahren jetzt. Und dann haben wir, glaube ich, hier auch mal hart angesessen und ordentlich gefeiert. Aber dann war gleich die Anfangszeit bei mir hier. Naja, und bei mir auch. Den Laden habe ich ja 10 Jahre. Jetzt. Okay, also dann sind wir praktisch gleich alt. Blackland und Specki bei In Extremo ist dann praktisch 2010 passiert, ja? Ja. Ja, bei mir auch, genau.
Ja, dann Micha und du hoch. Richtig. Ja, ja, genau. Du wohnst ja auf dem Boot, ne? Fühl mich auch sehr, sehr wohl. Glaube ich. Mega cool, wenn du sagst, du hast natürlich die große Stadt vor den Füßen, aber kannst auch mal irgendwie ins Grüne. Und das ist mir auch wichtig, weil wenn du ständig auf Tour bist, und mit dem Extremo sind wir ja eigentlich relativ kontinuierlich über das ganze Jahr auch unterwegs. Wir spielen dann irgendwie schon sehr viele Shows und sind auch viel im Ausland, haben dann immer riesige Russland-Tourneen, waren letztes Jahr in Japan und Südamerika und was weiß ich, wo wir überall rumtingeln und gondeln. Und dann ist eigentlich ganz gut, wenn du mal von dem roughen Tourneeleben nach Hause kommst und wenn dich der Nightliner dann hier in Berlin auf die Straße kotzt, völlig verpeilt, dann ist ganz gut, wenn nicht gleich die nächste Kneipe wieder um die nächste Ecke ist. Da gehst du ja aufs Schiff und fährst raus und hängst einen Anker rein und sagst, fuck you, und zwar ordentlich. Das glaube ich. Und in drei paar Tagen kannst du auch wieder weitergehen, also ein bisschen. Ja, da kannst du ja eigentlich YouTube erholen, ne? Ja, nicht nur erholen, aber ich meine, auf dem Schiff gibt es auch immer viel zu tun, weißt du? Das ist ja, wenn du hinten fertig bist mit den stinknormalen Arbeiten, kannst du vorne wieder anfangen. Mhm. Und dann geht mal hier was kaputt, dann ist da mal was, dann musst du hier gucken und dann fährst du wieder zum Tanken und dann, also langweilig ist es mir noch nicht geworden, in 2 Jahren auf dem Schiff jetzt. Und was ich gesehen habe, bei Instagram, weil ich mal gekickt, ja, du kannst ja kochen. Du hast ja noch nicht davon gegessen, oder? komm mal vorbei, dann können wir dann letztendlich... Aber dann ich esse nicht gerade wenig, ne? Naja, komm. Hast also, ja auch was rein. Ich wollte es ja nur mal sagen. Muss ja was reinpassen. So nicht, dass du mir hier so ein Gourmet essen machst, wo hier so ein Töpfchen hier drauf ist. Nee. Für Freddy gibt es doppelte Portion und reichlich. Und zwei so eine Häppchen. Was isst du denn gern? What? Was du gerne isst? Ich esse alles. Ich bin kein Maker-Typ. Wenn was auf den Tisch kommt, würde ich essen. Aber schon eher Fleisch. Ja, klar. Freddy, dann kommen wir mal besuchen demnächst und dann wird mal ordentlich aufgekocht. Machen wir gerne machen. Ja, wir müssen ja sowieso noch ein bisschen Brainstorming weiterführen. Ja, wir haben was vor noch. Wir haben ja nämlich was angefangen, drüber nachzudenken. Mhm. Weil heute kommt ja mein alter Kumpel Frank Zander. Und der macht ja seit 25 Jahren, was letztes Jahr war, diese Obdachlosenhilfe, also dieses Obdachlosenessen. Und da spende ich ja seit 3 Jahren schon. Ich habe jetzt so fast 20.000 Euro, die mir spendet in 3 Jahren zusammen. Und dieses Jahr ist ja nur Jan Scheiße. Und da haben wir uns beide was überlegt. Richtig. Also die Idee kam mehr von der Musikerseite. Soll ich mal erzählen, wie die Idee war? Also genau. Angefangen hat es damit. Ich glaube, ich kam auch wirklich gerade von der Tour zurück oder so und war ziemlich verpeilt und lag irgendwie so auf der Couch und dann klingt das Telefon, ist Freddy dran. Ich dachte, okay, alles klar, Freddy. Auch eigentlich schon länger nichts mehr gehört. Da klingt schon das Telefon aus dem Off, wie wenn es ausgemacht war. Okay, denke ich mir, alles klar, Freddy. Lang nichts gehört, das ist ja mal sehr interessant. Da gehe ich doch mal mit Freuden ran. Und dann hast du gesagt, dass du eben wieder für Frank Zander Geld sammelst für die Obdachlosenaktion, die ja sonst normalerweise auch immer im Estrell stattfindet mit diesem Obdachlosenessen. Aber ich habe ja davor, immer 3 Wochen vorher, habe ich hier selber ein Charity gemacht und den Erlös hatte er ja den gekriegt. Ganz genau. Und da hast du mich damals angefragt, wie es denn wäre, wenn wir mit In Extremo mal so eine Hidden Show spielen würden, also ohne groß Werbung, aber wir spielen hier und der Laden ist voll und die Eintrittsgelder gehen an Frank Zanders Aktion. Genau. Da habe ich gesagt, okay, alles klar, könnte schwierig werden, weil da auch wieder Termine anstanden, die natürlich jetzt inzwischen auch nicht mehr da sind, aber egal. Da habe ich gesagt, Freddy, ich habe vielleicht noch eine bessere Idee, die da wäre. Wir könnten doch die komplette Berliner Musikszene aus allen bekannten Rockbands zusammentragen und sogenannte Mash-up-Bands gründen. Das heißt, ich sage jetzt mal, der Gitarrist von der Band spielt mit dem Bassisten von der Band und dem Schlagzeuger von der Band und singen wird der Typ von Knockhatter, um irgendwas zu sagen. Ja. Und die spielen dann irgendwelche Rock-Classics, also von AC/DC bis zu alles, was gehört werden möchte, Motorhead und die ganzen... Einfach nur eine Art Jam-Session. Eine Jam-Session, genau, aber natürlich sollten die Songs auch bekannt sein, dass die Leute auch ein bisschen checken, um was es geht. Aber Ziel der Übung ist praktisch, dass an jedem Instrument ein Musiker steht, der in einer anderen Band spielt und nie in dieser Konstellation mit den Leuten
mit denen er jetzt performt, zusammengespielt hat. Genau. Also nicht nur was zum Hingucken, sondern wahrscheinlich auch zum Hinhören. Da könnte auch was schief gehen und könnte ja ganz lustig werden. Außerdem ist natürlich hinterher eine große Party dann, wo sich alle auch mal wieder treffen und das Jahr ausklingen lassen. Weil wir werden es am Samstag, den 5. Dezember 2020 machen. Ja. Und ihr könnt dann streamen. Dann wird live gestreamt. Also wird auch aus dem Blackland live gestreamt. Und wenn Frank heute noch kommt, werden wir ihm die schöne Überraschung mal präsentieren, oder? Ja, was spielt eigentlich Frank für ein Instrument? Kann der singen oder spielt er irgendwas? Der muss natürlich auch am Start sein. Frank Sander? Schwere Zeiten, das. Der kann singen, der spielt Gitarre. Ja, also. Ich glaube, der kann alles. Der kann ja um Maultrommel hier. Mit der Eisenhart eingesetzt. Ja. Ohne wieder. Nein, der kommt auf jeden Fall. Der steht auf jeden Fall auf dem Zettel. Gut, super. Wir haben schon so eine Patrone hier. Oh ja, auf jeden Fall. Es wird sehr lustig und wird sehr gut. Und auf jeden Fall kommt vielleicht auch ein bisschen Geld zusammen für Frank Zander und auch für dich, dass du deinen Laden halten kannst. Dieses Jahr machen wir das so, dass wir für die Obdachlose Hilfe und Blackland sammeln. Also zusammen, dass da was rumkommt, dass ich doch noch hier bleiben kann. Und also das Geld, das gesammelt wird, geht auf jeden Fall in die richtigen Richtungen und in die richtigen auf jeden Taschen. Fall. Ja. Man kann ja auch einmal im Jahr was Gutes tun. Genau, so sind so. Wenn man sonst nur Scheiße baut, dann kannst du ja. Naja, ich kann nicht so. Du ja, ich kann nicht. Ich bin ja der. Sophia hat gesagt, ein ganz lieber netter. Also, hört. Hat sie gesagt. Hab ich auf Film. Du bist eigentlich Schwiegermutters Liebling. Eigentlich, danke. Das hat mir auch wieder gefallen. Hoppla. Ja, so sieht's aus. Also, das heißt, der 5.12. Auf jeden Fall mal vielleicht. Der ist auf jeden Fall gesaved. Ja. Und wir werden sehen, was wir hier alles rankriegen. Und das wird bestimmt eine geile Überraschung. Wir müssen bis Oktober fertig haben, dass wir hier noch Werbung rankriegen. Dass wir kriegen wir hin. Es ist ja erst Anfang September. Ja. Die Liste der Musiker ist ja wächst und wächst tagtäglich praktisch. Ja. Und du hast ja so wenig zu tun zurzeit. Naja. Bis auf das Boot putzen und kochen. Krieg nur hin. Kannst du mal vorbeikommen? Kriegst du mal einen Feudel in die Hand, da kannst du mal loslegen. Bin ja ganz falsch. Eigentlich bist du mal, kannst du Barkeeper sein. Deiner? Ja klar. Na, dann kriegt er dir mal einen Jack Cola. Ja. Apropos Jack Cola. Genau. Jack Cola. Ja. Und Freddy. Zum Wohle. So, dann warten wir wieder für heute, ne? Und bis zum 5.12. Streaming. Ja. Aus dem Blackland. Oh, wir sind hier.